kontrollieren. Es macht nichts. Wir kommen weiter zu den Stimmenzählerinnen. Da stellen wir euch vor, wie immer, die Sitzungsleitung, das ist die Liv, die haben wir noch nicht gesehen, die kommt ein neues Bild. Und der Oli, wer einverstanden ist mit dem, kann das jetzt mit dieser Abstimmung hier. Seht ihr das jetzt? Jetzt seht ihr es bei mir nämlich nicht. Erscheint bei jemandem die Abstimmung nicht, dann soll er es bitte oder sie in den Chat schreiben. Scheint zu funktionieren. Wir haben hier eine absolut grossartige Zustimmung, dass die Liv und der Oli die Stimmenzählerinnen sind. Das ist hervorragend. Wir gehen in diesem Fall weiter. Vielen Dank. Und zwar müssten wir jetzt noch beschließen, ob ihr das Geschäftsreglement, wie wir es euch verschickt haben, so annehmen wollt. Auch hier dürft ihr gerne Ja, Nein oder Enthaltung stimmen. Wer jetzt noch schnell muss nachlesen, was im Geschäftsreglement steht, das ist bei den Sitzungsunterlagen. Ja, auch das sieht nach einer grossartigen Zustimmung aus. Ich habe 2 Enthaltungen bei 65 Ja-Stimmen und keine Nein-Stimmen. Wunderbar, wir gehen gerade weiter und fahren fort mit der Protokollführung. Hier hätten wir Lisa Hübsch, die hier im anderen Büro sitzt und das Protokoll gerade mitschreibt. Wer dem zustimmen will, dass Lisa jetzt weiterfährt mit Protokoll schreiben, der kann das jetzt. Die kann das jetzt machen mit dieser Abstimmung. Das läuft wie geschmiert. Da haben wir keine Enthaltungen. Das ist wunderbar. Wir haben nur Zustimmung. Merci vielmals jetzt auch schon an Lisa. Das Protokoll von der DV vom 27. Juni von vor der Sommerferien, das haben wir euch verschickt. Das habt ihr können lesen. Und wenn ihr mit dem einverstanden seid, dürft ihr das hier wieder mit dieser Abstimmung hier zeigen und sonst Fragen stellen im Chat oder im Chat oder auch mündlich. Gut, ich habe da wieder überwältigendes Ja mit 6 Enthaltungen. Das sage ich euch einfach noch zur Transparenz halber. Zu der Traktandenliste. Seid ihr so mit der einverstanden, wie sie vorliegt? Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr voilà, hier wieder abstimmen. Sieht gut aus, wir haben auch die sonst enthalten können, überzeugen. Ah nein, jemand enthaltet jetzt noch. Wunderbar. Die Traktandenliste ist so angenommen, wir können so weiterfahren und in dem Fall würde ich das Wort gerne wieder an Oli übergeben. Wir kommen nämlich zum Hauptteil, zu der Parolenfassung für die Abstimmungen vom November. Danke vielmals, Andrea. Jetzt ist es so, ich würde sehr gerne als Erstes noch mal kurz sagen, wie wir das machen mit diesen Parolenfassungen. Und zwar ist es so, dass jeweils die Person, die die Parole vorstellt, Vorlage vorstellt oder auch Position vom Gemeinderat vorstellt, hat jeweils 3 Minuten Redezeit. Und die Personen, die vielleicht noch eigene Wortmeldungen haben, andere Anträge stellen und so weiter, haben jeweils eine Redezeit von 2 Minuten gemäß Geschäftsreglement. Das machen wir heute Abend auch relativ hart, weil wir das durchziehen, einfach wegen der wenigen Zeit, die wir haben, um das alles zu machen. Und jetzt würde ich gerne als allererstes dem Maja Kegi das Wort geben zum Gegenvorschlag vom Gemeinderat zu der Volksinitiative Sportstadt Zürich. Danke vielmals, Maja. Ja, guten Abend miteinander. Ich freue mich, euch den Gegenvorschlag vom Gemeinderat zu der
Volksinitiative Sportstadt Zürich zu präsentieren oder ans Herz zu legen vor allem. Es geht um Bewegung und Sportförderung. Vielleicht zuerst kurz einen Blick zurück. Die Initiative hat schon längere Geschichte, also schaut zurück auf 2017, wo die PDA Unterschriften gesammelt hat. Ein Anliegen, das ursprüngliche, ist die aktive Sportförderung zur Erhöhung des bewegungsaktiven Teils der Bevölkerung in allen Alterskategorien und besonders für Menschen mit kleinem Einkommen. Zusätzlich der kostenlose Eintritt in Sport- und Badeanlagen und Gratisnutzung für Vereine mit Einnahmen unter 100'000 Franken und eine entsprechende Anpassung des Gebührenreglements. Die Initiative ist eingereicht worden. Der Stadtrat hat 2018 die Ablehnung beantragt und das Geschäft ist 2018 ebenfalls in die Kommission gekommen. Und in gründlichen Sondierungsgesprächen hat man dann geschaut, wie wir da weitergehen, was wir aufnehmen. Am Schluss hat sich SP, GP und die Grünen, also die AL, gefunden und die GLP hat sich dann zwischenzeitlich wieder verabschiedet. Im Sommer ist der Gegenvorschlag in die Gemeinderat gekommen und mittlerweile haben die Initiative auch zurückgezogen. Dann nochmal kurz, was hat die ursprüngliche Initiative gefordert? Sportliche Betätigung, eben insbesondere für Menschen mit wenig Einkommen, städtische Sport- und Badeanlagen für alle gratis und wie gesagt, der Passus mit den Vereinen. Uns war schon früher klar, dass das Anliegen wirklich sinnvoll ist und unterstützenswert. Und Bestimmungen, gerade zu den Sportvereinen, haben wir mal aussondiert und später wieder aufgenommen für die definitive Initiative. Und grosse Diskussionen hat natürlich die Frage gegeben, also wie sieht das aus in der Badeanstalt, in den Freibädern, wenn das für alle gratis sein der Gegenvorschlag, der jetzt steht und durch den Gemeinderat ist und zur Abstimmung kommt, ist im ersten Passus identisch. Also Sportförderung, insbesondere für Menschen mit wenig Einkommen, das ist auch der Auftrag, den die Stadt und die Wien schon hat. Man hat sich geeinigt auf den Vorschlag, dass alle Freibäder für Einzelpersonen gratis sind. Plus, dass Menschen mit bescheidenen finanziellen Verhältnissen und Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre eben kostenlos in Zutritt haben und Eintritt. Bei den Vereinen hat sich herausgestellt, dass das eigentlich sehr praktisch ist, dass man dort gerade den Weg von der Kostenlosigkeit geht. Weil sowieso viele Vereine schon im Bereich des Jugendsports eigentlich sehr tiefe Kosten haben bis wenig Kosten. Das Hauptargument von uns, Bewegung und Sportförderung, trägt unbestritten zur Gesundheit und Lebensqualität bei. Was ein ganz starkes Anliegen war, ist, dass Familien und Personen aus gering verdienenden Verhältnissen entlastet werden und auch dass Freibäder genutzt werden als Begegnungsort. Also, dass dort auch mehr Leben kann stattfinden kann. Wir sind uns bewusst, dass der Platz beschränkt ist, aber wir wollen eigentlich nicht die Stelle der Kosten dort zur Debatte bringen, sondern das ist eine Frage, die sich anders lösen lassen wird. Ein Argument, das natürlich auch ganz zentral ist, Sportverein leistet einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration und natürlich zur Gesundheit. In dem Sinn würde ich gerne ein Ja beliebt machen. Also wir haben in der Fraktion diskutiert und sind überzeugt, dass wir den Weg gehen können. Und würde an dieser Stelle mal schliessen und fragen, ob es Fragen gibt. Vielen Dank. Für die Vorstellung. Gibt es Fragen ab Maya? Dann tun doch kurz das Handy erheben im Chat. Sieht nicht danach aus, dass es Fragen gibt. Doch, da gibt es eine Frage von Michael. Wie wird an der Kasse kontrolliert, wer berechtigt ist? Maya, willst du das kurz erklären? Ja, das ist in dem Sinne noch nicht ausgeschafft.
gemacht. Wir haben allerdings wir haben da Rückfragen genommen bei anderen Städten, die das System schon haben, unter anderem Chur, Uster, und das lässt sich lösen, aber ich kann das Paket noch nicht in dem Sinn, das ist der Auftrag, den die Stadt wird haben, also das FSD, wie man das umsetzt. Ja. Es geht zum Beispiel über eine Karte, also wo man aus sich trägt, den Personalausweis. Es wird sich nachzeichnen. Ja. Danke vielmals, Maya. Dann gibt es noch mehr Fragen da im Chat. Was sind die Argumente der Gegner? Wird das Tempo mehr Bewegung tatsächlich so erreicht? Gilt es nur für die Einwohner der Stadt Zürich? Willst du vielleicht noch kurz summarisch das beantworten? Ja, ich meinte jetzt mal in Bezug auf die Frage nach Zürich, das ist am Ende auch eine Frage von der Kompromissfindung. Also wo finden wir uns, dass wir alle miteinander gehen können und eine Mehrheit haben für die Umsetzung. Und die zweite Frage ist, das gilt für Zürcherinnen. Und das erste war? Die erste Frage war, dass der Gegner. Also Argument von der Gegner ist eben, ich habe es kurz gestreift, das ist der Badetourismus, aber wo wir die Überzeugung sind, also dass jetzt die Anreise in so ist ja sicher teuer. Also nur jetzt zum gratis in Bade kommen, also ins Freibad, wir reden da von Freibäden, dass es natürlich, es könnte eine Überschwemmung geben, aber ich denke, das ist die Fragestellung, die man sowieso auslöst in der Stadt Zürich, also eben nicht über Einkommensfragen. Dann, das wäre die Frage zu den überfüllten Bädern und natürlich die Kosten. Also es wird natürlich kostenintensiv oder es wird Kosten verursachen. Jährliche Fixkosten, ja. Gut, danke vielmals, Maya, fürs Beantworten von diesen Fragen. Dann würde ich jetzt gerne zu der Abstimmung schreiten, außer jemand hätte noch eine Wortmeldung, die er oder sie würde machen. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich den Stefan die Abstimmung aufschalten, dass wir die Parole fassen können. Wie die Maya gesagt hat, empfiehlt die Fraktion eine Annahme. Die Vorlage, Gegenvorschlag zu der Sportstadt-Initiative, haben wir mit 66 Ja zu 8 Nein bei 6 Enthaltungen die Ja-Parole gefasst. Danke vielmals, Maya, fürs Vorstellen. Dann würde ich jetzt gerade für die nächste Vorlage, öffentlicher Gestaltungsplan Thurgauer Strasse, würde ich gerade als nächstes unserem Stadtrat einem anderen oder mal das Wort geben. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben heute vom Stadtrat gross über Netto Null Zielerreichung informiert. Wenn wir über Netto Null reden, dann haben wir in einem grösseren Rahmen auch eine Fragestellung. Und das heisst, wir müssen die Zersiedelung von der Landschaft stoppen, weil das ist einer der grössten CO2-Treiber. Und darum braucht es auch ein klares Bekenntnis zu einer baulichen Entwicklung nach innen. Zu einer Entwicklung, die eben dort stattfindet, wo wir heute schon Arbeitsplätze haben, wo die Verkehrsanbindung gut ist, wo wir die Infrastrukturen haben, wie Schulen, Freiräume, Kitas, Kultur, wo alles gut erreichbar ist, schon vorhanden ist oder im Fall von der Thurgauer Strasse schon verbindlich projektiert und in der Planung steht. Was es aber ganz besonders braucht, damit die Innenentwicklung eben nicht nur ökologisch nachhaltig ist, sondern auch sozialverträglich, das ist, dass wir eine Entwicklung wollen ohne Verdrängung, dass alle Schichten davon profitieren können. Und das heisst, wir brauchen mehr preisgünstige gemeinnützige Wohnungen.
Das sind Alterswohnungen, Wohnungen für Familien, Alleinstehende, für Jugendliche, die eine zahlbare Wohnung in der Stadt Zürich bekommen können. Der preisgünstige Wohnungsbau, der wächst einigermaßen proportional mit dem Markt. Das lange nicht, wenn wir unser drittes Ziel, wo wir uns erkämpft haben, wirklich erreichen wollen. Da müssen wir grösser denken und wir müssen auch grösser planen, so wie jetzt eben an der Thurgauer Strasse. Der Auftrag steht in der Gemeindeordnung und wir haben eine Verantwortung auch für die nächsten Generationen. Für beides, für eine ökologische und eine soziale Entwicklung, schafft der Gestaltungsplan Thurgauer Strasse die richtigen, die verbindlichen Grundlagen. Er zeigt auf, wie wir das riesige Potenzial von auf 65.000 Quadratmeter Baulandreserve sorgfältig, aber eben auch konsequent nutzen können. So, dass 100% gemeinnütziger Wohnraum für fast 2.000 Menschen entstehen kann. Der Gestaltungsplan macht genau dort Vorgaben, wo es Vorgaben braucht. Zum Beispiel, wenn es um die Ökologie, Stadtklima, Entsiegelung von der Fläche, der Freiraum geht oder die gute Eingliederung in die Nachbarschaft. Er lässt aber auch die baulichen Freiheiten für die späteren Bauträger. Dann nämlich, wenn es um konkrete Bauprojekte geht, Bauprojekte, die in enger Zusammenarbeit mit den zukünftigen Bauträgern und der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner geplant werden soll. Darum, wer Ja sagt zu mehr preisgünstigem Wohnraum und Gewerbraum, der sagt eben auch Ja zu der Thurgauer Strasse. Und wer Ja sagt zu einer ökologischen und sozialen Stadt- und Siedlungsentwicklung, der sagt auch Ja zum Gestaltungsplan Thurgauer Strasse. Besten Dank. Für deine Wortmeldung. Dann würde ich als nächstes dem Hadi das Wort geben, um eure Position von unserer Gemeinderatsfraktion noch zu präsentieren. Gut, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe die Ehre, den Gestaltungsplan vorzustellen. Wir haben, und das im Namen der Gemeinderatsfraktion, ich bin dort mal Kommissionspräsident, wo wir den beraten im Gemeinderat und sehr intensive Diskussion. Es ist ein sehr grosses Projekt, das uns von der André hat in die Kommission hineingeht. Und ich muss sagen, wir haben da wirklich viel Arbeit und viel gute Arbeit können leisten. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch dem Florian Blättler, dem Nicole Giger und dem Matthias Egloff ganz herzlich danken für die intensive Zusammenarbeit, die wir bei diesem Thema hatten. Wir haben einen kräftigen Schritt, den wir jetzt hier für sich in verschiedensten Zielen, die SP vertritt. Erstens, drittes Ziel, wir können ausschließlich bezahlbare, also 100% gemeinnützige Wohnungen bauen. Da kommen wir einen grossen Schritt vorwärts. Zusätzlich, und das ist mir persönlich auch ganz wichtig, werden wir rund 200 Alterswohnungen können erstellen auf dem Areal. Und das sind etwa 10% zusätzlich zu dem Bestand, den wir jetzt schon haben. Das wird die Wartezeiten für die Personen, die so eine Wohnung brauchen, wesentlich verkürzen. Wir haben sehr viele Optimierungen vorgenommen. Der André hat es vorher schon gesagt, dass wir vor allem im Bereich der Ökologie sehr stark geschaffen haben. Und das vor allem, wenn es ums Thema Hitzeminderung geht. Solche Bauten, die wir jetzt in der Stadt dort erstellen, die brauchen natürlich auch einen gewissen Grünraum. Und da haben wir gefordert, dass mehr grosskronige Bäume gebaut werden. Wir haben gesagt, dass wir mindestens 10% Fassadenbegrünung wollen haben auf jedem Baufeld. Und zwar genau dort, wo der Effekt am grössten ist. Das sollte das Ganze auch im Kühlungseffekt maximieren. Wir fordern, dass es nicht versiegelte Flächen gibt, wo immer das überhaupt möglich ist. Also auch wenn es Felder gibt, wo man sagt, man überlegt sich, ob man dort muss oder überhaupt sollte etwas versiegeln, dann sagen wir, die Tendenz ist ganz klar auf Nein, nicht versiegeln. Gut, was noch sowieso ist, die ganze Struktur, wie der Bauplan vorgesehen, ist eine sehr durchlässige Struktur. Es sind so innenhofähnliche Strukturen, die dort vorgesehen sind, und das gibt eine gute Durchlüftung, und das ist sehr wichtig an dem Ort, damit man dort auch die Wärmebildung verhindern kann. Zusätzlich, vielleicht muss man auch noch betonen, wir haben eine Forderung gehabt, die autarmes Wohnen gefordert hat. Das ist von unserem Fraktionspräsidenten David Graf schon 2016 eingereicht worden. Und in dem Thema werden wir natürlich denken, wenn es ganz konkret um Bauprojekte geht, wo wir sicher auch in der SP wieder diskutieren werden, wenn es zur Abstimmung kommt, werden wir auch dann wieder über diese Themen können diskutieren. Ein wichtiges Anliegen für unsere Fraktion ist auch immer der subventionierte Wohnraum.
Und wir haben das ganze Areal dort ein Drittel eingefordert. Und da hat der André uns auch gesagt in der Debatte, dass er so wird die Möglichkeit gesehen, so etwas umzusetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, der Gestaltungsplan ermöglicht uns, unseren Kernthemen einen gigantischen Schritt vorwärts zu kommen. Wir kommen das Projekt, wo klare SP-Handschrift trägt, nicht nur von unserem Stadtrat, sondern auch von unserem Gemeinderat mitgeprägt worden ist. Und ich danke euch ganz herzlich für den Support. Für Fragen bin ich offen. Danke vielmals für deine Vorstellung. Gibt es Fragen am Hadi oder Wortmeldungen? Beziehungsweise natürlich auch an andere, genau, er ist auch noch da. Da gibt es auch Fragen, und zwar, dass AL und Grüne das Referendum unterstützen, die Leute aus dem Quartier dagegen sind. Wie würdet ihr jetzt auf das reagieren, André oder Hadi? Ja, liebe Genossinnen und Genossen, AL und die Grünen sind diesen Leuten, die im Rückwärtigen wohnen, meiner Optik aus ein bisschen auf den Wind gegangen. Das ist eine sehr kleinräumige Struktur und die fordert, dass sie eigentlich können, das Gelände, das städtisch ist, beplanen. Und ihre Forderung ist, dass man dort viel, und zwar massiv weniger Wohnungen bauen. Das widerspricht diesem Ziel, finde ich persönlich sehr stark, dass wir dort einen gemeinnützigen Wohnraum schaffen. Und da reden wir von mehreren hundert Wohnungen, die weniger würden entstehen. Und wir sind dort, ich weiss noch, persönlich vor Ort gewesen und haben sich dort umgelaufen, mit diesen Leuten geredet. Und die stehen alle an ganz verschiedenen Punkten. Und ein paar von ihnen haben sich zusammengeschlossen zu einer Genossenschaft. Und im Endeffekt geht es darum, wenn wir unserem städtischen Ziel von 100%, also von einem Drittel gemeinnützigen Wohnungen im ganzen Stadtgebiet wirklich Nachdruck verleihen, dann müssen wir auf dem städtischen Gebiet können verdichten. Und das ist ein Konflikt, den wir jetzt austragen müssen bei diesem Thema. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da in der Stadt vor allem die besseren Argumente haben. Darf ich noch etwas anfügen? Es ist ja auch so, die Genossenschaft von den Kleinhauseigentümern, das ist eigentlich ein Schlüssel auch für die Zukunft, weil die könnten sich auch zusammen mit einer anderen Genossenschaft zum Beispiel für ein Baufeld bewerben oder sie könnten auch die Alterswohnungen nutzen. Jetzt so wie mit der Nachbarschaft, wir sind mit der sehr in einem intensiven Austausch gewesen, muss man sagen, sie wollen, glaube ich, ihre heutige Situation vor allem noch lange so haben, wie sie heute ist. Ich glaube, wir haben aber vorne auch können zeigen, dass wir sehr gut uns können als Quartier angliedern können. Und bezüglich der Grünen, die sind ja lange mit im Boot gewesen. Ich weiss nicht, warum, dass sie nochmal ausgestiegen sind, weil der Gestaltungsplan ist bezüglich jetzt Ökologie, Autofreiheit, die man kann bringen kann, ist der wirklich vorbildlich und zukunftsgerichtet. Jetzt gibt es noch eine zweite Frage von Michael, und zwar, wer die Verwaltung von diesen Wohnungen übernehmen, eine Genossenschaft zum Beispiel, und ob der Verzicht auf ein privates Auto oder auch eine bestimmte Einkommensstruktur eine Bedingung ist, um dort wohnen in Zukunft. Ja. Also die Verwaltung, es gibt ja verschiedene Baufelder, dort ist auch, das ist auch ein Teil von einer sozialen Umsetzung, wird das etabliert vor sich gehen. Die Baufelder, die werden von Genossenschaften, von Zusammenschlüssen von Genossenschaften übernommen und die werden das dann auch verwalten. Die Baurechtsverträge, die kommen dann nochmal in den Gemeinderat und wenn die Stadt Baurecht vergibt, dann fordert man eigentlich das Gleiche ein wie bei den städtischen Wohnungen. Das heisst, dass bezüglich der Einkommensstruktur, das sind klare Auflagen wie der kommunalen Wohnungen. Der Autoverzicht, das wird dann, wenn das dann kommt, das kann man mit dem Mietverhältnis dann auch regeln, mit Mobilitätskonzept. Das ist eigentlich kein Problem. Danke für die Frage, André. Es sieht nicht so aus, als gäbe es noch weitere Fragen. Wenn es auch keine Wortmeldungen mehr gibt, würde ich euch bitten, auch da Parolen zu fassen. Stefan, du könntest vielleicht gerade Parolen aufschalten. Und dann wäre es gut, wenn ihr würdet abstimmen würdet.
Wie der André und der Hadi euch schon also gesagt haben, empfehlen Stadtrat und Gemeinde und unsere Gemeinderatsfraktion die Vorlage zur Annahme. Jetzt haben fast alle abgestimmt. Ihr habt die Ja-Parole beschlossen mit 71 Ja zu 8 Nein bei 13 Enthaltungen. Danke vielmals. Dann würde ich als nächstes für die dritte und letzte Vorlage, wo wir Parole fassen heute Abend an dieser Delegiertenversammlung, nämlich der Förderung von Tanz und Theater, nochmal der Maya das Wort geben. Ja, guten Abend nochmal. Ich freue mich, euch noch die Vorlage für Tanz- und Theaterlandschaft vorzustellen, wo wir im November abstimmen. Und bevor ich zum Zweck der Vorlage und zum Inhalt komme, will ich noch ein, zwei Worte zum Hintergrund. Es ist losgegangen vor 2017, wo man die Prüfung der Angebote mal ins Auge gefasst hat von Tanz- und Theaterinstitutionen, und zwar die Vielfalt, nach Überschneidungen geschaut hat, den Innovationscharakter. Das hat eine Bestandesaufnahme gegeben, auch unter Beteiligung von vielen Akteurinnen 2017. Und auf dieser Grundlage hat es eine Studie gegeben, wo auch Empfehlungen abgegeben worden sind zu verschiedenen möglichen Fördermodellen. Und wo eben sollen in die Zukunftsfähigkeit führen, nach mehr als 28 Jahren, wo man in einem sehr guten System funktioniert hat. Aber durchaus auch mal schauen, was gibt es für Optionen. Auf was man Wert gelegt hat, ist Dynamik, Durchlässigkeit und Zukunftsfähigkeit von der performativen Künste in Zürich. Wichtig ist, dass man das Ganze in einer Gesamtschau hat können erfassen, wieder erfassen und dann künftig wieder können fördern. Es impliziert auch eine Stärkung von der freien Szene und von der Co-Produktionshäuser. Und das neue Förderinstrument, das man evaluiert hat und jetzt gefunden hat, nennt sich Konzeptförderung. Das sind Förderungen für 2, 4 oder 6 Jahre. Und damit verbunden ist ein jährlicher Rahmenkredit von 6,5 Millionen. Vielleicht schnell, das für Kultur ist eine relativ technische Vorlage, darum noch eine bildliche Darstellung vom aktuellen Fördersystem und vom neuen Fördersystem, wo wir angehen und wie wir das bewerkstelligen können. Das aktuelle Fördersystem, da sieht man die fixen Institutionen, die auf der Rechtsgrundlage von der Volksentscheid zu Pensionen unbefristet auch überkommen. Das ist namentlich, also ich würde jetzt nicht alle vorlesen. Dann haben wir Institutionen mit befristeten 4-Jahres-Weisungen, die auch regelmässig im Gemeinderat kommen. Also sind dann Winterteile aufgeführt und der freie Kredit. Und jetzt findet eine Umverteilung statt, wo man Gelder innerhalb vom System umpolt. Aus dem freien Kredit wird finanziert die Konzeptförderung. Man sieht es dort rechts im grünen Teil. Das ist der sogenannte flexible Teil, wo eben auch Institutionen künftig werden ihre Konzepte einreichen für 6, 4 oder 2 Jahresförderungen. Der kontinuierliche Teil, dort haben wir die Produktionshäuser, an denen ändert sich eben, wie gesagt, nichts, Schauspielhaus, neu mehr Hechtplatz.
Also dort ist auch der Löwenanteil von den Fördergeldern, die bis jetzt reingegangen sind, der bleibt es unverändert. Und es gibt eine Aufwertung von der Co-Produktionsinstitution, auf die komme ich nachher gleich nochmal. Jetzt noch im Überblick vielleicht, weil wir über viele Punkte befinden. Es geht um den jährlichen Rahmenkredit von 6,5 Millionen für die sogenannte Konzeptförderung. Der Rahmenkredit wird aufgeteilt in zwei Töpfe, und zwar 60-40. 60% für 6-Jahres-Förderungen, also für Institutionen, und 2- und 4-Jahres-Förderungen für Gruppen und Einzelpersonen. Lang debattiert und gestritten haben wir über, wer vergibt und wer redet mit und wer entscheidet. Man hat einen Konsens gefunden, für den Konzeptförderbeitrag von 6 Jahren wird der Gemeinderat beschlüssen und über Konzeptförderbeiträge von 2 bis 4 Jahren der Stadtrat. Weiter beinhaltet die Vorlage eine Verordnung. In dieser Verordnung, die jetzt noch als weisige Behandlung ist, werden Eckpunkte festgehalten. Also speziell zentral ist jetzt sicher eine Zusammensetzung von der Jury, der Prozess, wie das alles abläuft. Dann, das habe ich kurz angetönt, die Erhöhung von Betriebsbeiträge an die Co-Produktionsinstitutionen. Namentlich betrifft das Gessner Allee, wo mit 690'000 Franken jährlich mehr wird ausgestattet werden, die Rote Fabrik und das Tanzhaus mit je 430'000 Franken pro Jahr. Und diese zusätzlichen Gelder sind gebunden an Leistungsvereinbarungen, auch mit dem Auftrag, eben mehr Produktionen zu machen mit Gruppen, mit Akteurinnen von der freien Szene. Also insgesamt werden wir mehr Akteurinnen Gelegenheit haben, auch die Infrastrukturen zu nutzen und Auftrittsmöglichkeiten haben. Weiter ist in dieser Weisung noch ein Fallschirm quasi, und zwar 600'000 Franken, die wir werden gutheissen zur Abfederung von Institutionen, die im neuen System sich werden müssen umorientieren. Noch kurz zu der Timeline, weil das auch immer ein grosses Thema ist. Frühestens wird die erste Förderperiode starten im 1. August 2021. Das heisst für die Eingebenden, dass sie 5 Monate Zeit haben und dann mehr als ein Jahr werden können, auch sich weiterentwickeln und weiter auseinandersetzen mit der Umsetzung von ihrem Konzept. Am Rand vielleicht noch erwähnenswert ist, dass die Konzeptförderung beschränkt ist auf 2 Jahre und dann nochmal evaluiert wird, dass es ein wichtiges Berichtswesen gibt und Produktionsplattform und unkorrigierten Raum. Das sind Elemente von der Tanz- und Theaterlandschaft, die in der Weisung selber noch nicht enthalten sind. Vielleicht noch kurz, wieso dass wir das ganz stark unterstützen. Also, wir wollen eine zukunftsfähige und vielfältig flexible Tanz- und Theaterlandschaft in Zürich. Wir sehen auch wirklich eine Stärkung in der freien Szene. Und ich habe es schon erwähnt, es wird auch mehr Akteurinnen Platz geben. Nein, aber die Attraktivität ist sicher gross. Und und was ganz zentral ist, also das Gleichgewicht, also die Innovation und das Gold und der Erhalt. Also wir werden nicht irgendwie alles neu erfinden, sondern es soll ausgewogen vonstatten gehen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe ein bisschen überzogen, Entschuldigung. Merci vielmals, Maya. Jetzt geben wir noch der Corinne das Wort, wo zugeschaltet wird. Ich hoffe, das klappt. Okay, Corinne ist nicht mehr da. Jetzt ist sie
Ich denke, wir fassen schon mal die Parolen fassen, so oder so, einfach aufgrund von der vorgeschrittenen Zeit. Außer es gibt noch dringende Fragen. Ihr wisst, wir haben noch 7 Minuten, dann fängt das Hearing an. Gibt es noch dringende Fragen? Der Sandro fragt Maya, gehen weniger Mittel an das Schauspielhaus, das Theater am Hechtplatz und das Theater Neumarkt? Wie tragbar ist das für diese 3 Institutionen? Du doch vielleicht noch kurz die Frage beantworten, dann können wir noch ein paar Rollen machen. Das ist eine gute Frage, weil wir das haben können abwählen. Das war vorher eine 2%-Kürzung und das wird jetzt gar nicht eintreten. Also insofern ganz zentral, es geht mehr Geld, es geht annähernd 2,5 Millionen mehr in Kulturförderung. Also das ist natürlich ein starker Grund, wieso wir uns umso mehr einsetzen für die Vorlage. Merci vielmals, Maya. Dann würde ich euch vorschlagen, dass wir jetzt die Parole fassen. Stefan, würdest du echt das Abstimmungsformular einblenden? Super, danke vielmals. So. Also, danke vielmals. Ihr habt die Parole gefasst mit 74 Ja-Stimmen zu 5 Nein bei 4 Enthaltungen. Leider können wir Corinne nicht mehr zuschalten. Sie hat technische Probleme. Und darum würde ich jetzt gerne noch unter Verschiedenes euch ankündigen, das Hearing, das gerade stattfindet, da bei uns im Sekretariat, in 5 Minuten fängt das bereits an. Und das ist das Hearing mit den Kandidatinnen und Kandidaten für das Präsidium von der SP Schweiz, der Matthäa Meier, dem Cedric Wermuth und dem Martin Schwab. Unser ehemaliger Gemeinderat und Geschäftsleitungsmitglied Jean-Daniel Strub wird das Hearing moderieren. Und ihr habt da gesehen, es ist schon der Livestream eingeschaltet worden. Ihr könnt über den Button direkt auf YouTube gehen, wo ihr dann das Hearing ab dem Viertelab könnt live schauen könnt. Man kann auch Fragen stellen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von dem Hearing, indem man eine Mail macht an frage@spzuerich.ch. frage@spzuerich.ch, so kann man Fragen stellen. Und sonst könnt ihr direkt da mit dem Button, den ihr auf dem Bildschirm seht, am Livestream teilnehmen. Das Hearing fängt an in 4 Minuten. Danke vielmals, habt ihr heute Abend teilgenommen an dieser Delegiertenversammlung, haben wir die 3 Parolen trotz dieser kurzen Zeit können fassen. Danke auch für die Fragen und natürlich auch einen grossen Dank an die Referentinnen und Referenten, die die Vorlagen heute vorgestellt haben. Dann würde ich euch ganz einen schönen Abend wünschen und auf Wiedersehen miteinander. Thank you.